ein kurzer Gedanke. Ja, willkommen zu meiner Serie Nur ein kurzer Gedanke. Und das ist ein Gedanke, das wird vielleicht vielen nicht so passen. Ich kann es nicht genau sagen. Also ist etwas, was mich gerade umtreibt. Also ich bin ja selber seit über 20 Jahren in Seminaren tätig und habe viel zu Kitwood, dem personenzentrierten Ansatz nach Kitwood gearbeitet, wobei natürlich die ein personenzentrierter Ansatz im Umgang mit Menschen nicht sozusagen etwas ist, was originär von Tom Kitwood ist. Ja, also das darf man nicht vergessen. Aber Kitwood hat dem Ganzen sozusagen einen Rahmen gegeben. Meine Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich, kann man personenzentrierte Pflege lehren? Wie komme ich auf diese Fragestellung? Ich habe ja personenzentrierte Pflege gelehrt und ich habe den Menschen versucht zu zeigen, wie bestimmtes Verhalten von Pflegenden sich auswirkt auf Menschen mit Demenz oder auch auf andere Menschen. Und da gab es auch eine Menge Verständnis für das, was ich dort gemacht habe. Und trotzdem erkennen wir immer wieder in der Pflege und in der Betreuung, aber nicht nur bei Pflegenden, auch bei Ärzten und bei anderen Berufsgruppen, dass all diese Seminare überhaupt nicht fruchten, wenn sie tatsächlich im Umgang mit Menschen mit Demenz oder auch mit Menschen ohne Demenz, die zum Beispiel mit den Pflegenden selber sind oder umgekehrt. Und da stellt sich natürlich eine bestimmte Frage und die ist, also ich kann natürlich leicht erklären, was Tom Kitwood mal gemeint hat, dass nämlich zum Beispiel die Frage oder dass das Fortschreiten der Demenz immer weiter dazu führt, dass Menschen mit Demenz sich immer weniger als Person wahrgenommen fühlen und dass sie immer mehr ein Gegenüber brauchen, was ihnen das Gefühl gibt, eine Person zu sein. Und genau da, glaube ich, liegt der Hase im Pfeffer. Denn die Idee des personenzentrierten Ansatzes ist ja eine Idee, sozusagen, die auf etwas ganz Entscheidendem basiert, was die Grundvoraussetzung ist, um personenzentriert zu pflegen. Und das ist das Thema Haltung. Welche Haltung habe ich Menschen gegenüber? Unterscheide ich zwischen Menschen, die gehandicapt sind und andere Menschen oder begegne ich grundsätzlich Menschen auf Augenhöhe? Also nicht nur Demenzerkrankten, genauso Menschen ohne Demenz. Das ist einer der Gründe, warum ich immer gesagt habe, eine Organisation, die zum Beispiel nicht personenzentriert mit ihren Pflegenden umgeht, kann doch nicht erwarten, dass Pflegende personenzentriert mit den Bewohnern oder wem auch oder mit den Patienten in einem Krankenhaus umgehen. Aber die Frage ist, wie wird Haltung geschaffen? Meine liebe Kollegin Claudia Zemlin hat viel zu diesem Thema gearbeitet und hat auch kleinere Studien zu dem Thema gemacht, wie man Haltung überhaupt erfassen kann bei Menschen. Ja? Und das ist nochmal etwas, die kommt auch nochmal zu einem Seminar zu uns das sollten sich dann vielleicht nochmal anhören. Aber für mich ist entscheidend, ist Haltung etwas? Oder die entscheidende Frage für mich, die sich bis heute nach 30 Jahren Beschäftigung mit Menschen mit Demenz oder mit alten Menschen noch nicht entschieden hat, kann ich Menschen Haltung beibringen? Oder wird Haltung gegenüber anderen Menschen tatsächlich durch Lebenserfahrung, durch das, was uns unsere Eltern oder unsere direkt oder die Menschen, die uns nahestehen, wenn ich das bei denen sehe, sozusagen, dass es gespiegelt wird und dass ich sehe, was Haltung bewirkt. Ich bin mir nicht sicher. Ein Beispiel dafür ist diese Seminare, wenn ich die zum Beispiel gegeben habe, aber auch Kollegen erzählen mir das. Wenn ich versuche, also die Seminare sind immer dann besonders erfolgreich, wenn die Menschen, die in die Seminare kommen, sowieso die sind, die eigentlich gar nicht kommen müssten. Also da, wo das auf sehr, sehr fruchtbarem Boden fällt, weil sie sozusagen sowieso so eine Haltung haben. Und da fällt der personenzentrierte Ansatz drauf und der personenzentrierte Ansatz gibt den Menschen, gibt den Pflegenden oder gibt den anderen überhaupt sozusagen mal ein Framework, einen Rahmen für das, was sie sowieso schon vorhatten. Ich habe mal gehört, dass viele Leute gesagt haben, dass Tom Kitwood nichts Neues gesagt hat, aber er hat vielen Menschen einfach aus der Seele gesprochen und war in der Lage zu formulieren, was viele, die in der Pflege arbeiten, sich sowieso gedacht haben. Also für mich stellt sich weiterhin die Frage, ist Haltung etwas, was ich lehren kann? Oder das kann ich vorleben, aber kann ich das lehren in Seminaren? Kann ich also so mit dem personenzentrierten Ansatz lehren? Oder kann ich den nur dann lehren, wenn dort in dem Seminar oder wo auch immer schon Menschen sitzen, die eine bestimmte Haltung haben? Denn dann fällt es auf fruchtbaren Boden.
das ist für mich noch nicht entschieden. Also, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir darüber in Auseinandersetzung gehen können. Und ich, jetzt während ich das spreche, fällt mir ein, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, über dieses Thema mit einem Ethiker, einer Ethikerin zu sprechen. Naja, vielleicht wäre das was fürs Dialogzentrum, solch ein Gespräch. Ich glaube, das werde ich machen. Also, Dankeschön fürs Zuhören. Das war nur ein kurzer Gedanke. Nur ein kurzer Gedanke.